Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von Aker. Hallo zusammen. Und wir möchten euch gerne unsere beiden Süßwassergesteinarten vorstellen und euch da mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Christian, vielleicht sagst du mal ganz kurz, was sind das für beide Arten? Was unterscheidet beide voneinander? Also wir haben einmal unser Drachengestein. Drachengestein ist ein Tongestein. Es hat auch keinen Einfluss jetzt auf die Wasserwerte. Mhm. Unser zweites Gestein wäre Sairu-Gestein oder auch Mini-Landschaft genannt. Genau. Diese Mini-Landschaft härtet leichtes Wasser auf. Okay. Hat jetzt aber, wenn ich regelmäßig meine Wasserwechsel mache, hat es jetzt keine signifikanten Auswirkungen. Muss ich irgendwas beachten? Kann ich die sofort verwenden? Was würdest du empfehlen? Was muss ich vor dem Einsetzen des Aquariums eigentlich beachten? Also beide von unserer Steine sind vorgewaschen. Man sollte die Steine auf jeden Fall aber trotzdem noch mal kurz abbrausen, okay, dass Staubanhaftungen runtergehen, weil es sind einfach Naturprodukte. Und dann kann ich es aber sofort ins Aquarium einsetzen. Müssen also nicht gewässert werden? Gewässert müssen sie nicht werden. Okay. Bei unserem Sairu-Gestein ist es zum Beispiel auch so, dass wir unser Sairu-Gestein Säure waschen lassen. Mhm. Das hat den Effekt, dass es zerklüfteter aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob man es so erkennt, aber ich denke, wir blenden es später noch mal dann genauer ein. Und die ganzen Härtebilder werden durch dieses Säurewaschen schon mal zum großen Teil entfernt. Mhm. Ist es für jedes Aquarium geeignet oder gibt es irgendeinen Faktor, der die Verwendung ausschließen würde? Beide Gesteine sind im Grunde für jedes Aquarium verwendbar. Ist halt dann Geschmackssache, ob man lieber braunes Gestein will oder dann eben mehr ein gräulicheres. Jetzt ist hier der trockene Stein jeweils zu sehen. Natürlich, wenn ich den Stein nass mache, wird er wahrscheinlich einfach noch ein bisschen nachdunkeln. Ja, also wenn ich die Steine jetzt reinige oder dann ins Aquarium einbringe, dunkeln auf jeden Fall beide Steine nochmal nach. Okay, hier einfach mal zu empfehlen, guckt mal auf unsere Website oder auch in unsere Social Media Accounts. Da haben wir immer einige Beispielbilder, auch viel Feedback von euch, von Nutzern, die die ganzen Steine schon verwenden. Da könnt ihr euch Anregungen holen und da kann man wirklich richtig einzigartige Aufbauten damit machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, gerne auch Bilder schicken. Wir freuen uns immer, wenn wir hier auch das Ergebnis sehen, wenn ihr damit einen Aufbau gestaltet habt. Und wenn ihr Fragen noch dazu habt oder zu anderen Produkten, bitte einfach melden im Social Media Bereich, per E-Mail, per Telefon. Wir sind da immer für euch da und sagen ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.